Heute wird geballert. Es muss ballern, haben sich die Macher von Black Ops 6 und Delta Force Hawk Ops gedacht. Black Ops 6 hat nämlich seinen eigenen Zombie-Modus vorgestellt und Delta Force macht gerade Battlefield ganz schön Konkurrenz. Wir bleiben auch bei Shootern, denn das Max Payne Remake gibt ein Lebenszeichen von sich. Der Borderlands-Film stirbt, Helldivers hat Probleme, Neuankündigungen für die Gamescom und mehr. Heute in den Gaming News. Los geht's mit Black Ops 6. Ach ja, der COD-Zombie-Modus. Seit seiner Einführung als kleiner Nebenmodus in World at War ist der Überlebensmodus ein echter Hit geworden, der mal mehr und mal weniger landet. Nach dem Fiasko mit den Warzone-Zombies, wo man für MW3 einfach ein paar Zombies auf die Warzone-Map klatscht und denkt, damit wäre der Job erledigt. Der Zombie-Modus in Black Ops 6 präsentiert sich neulich etwas ausführlicher und soll zu all den alten Stärken zurückkehren. Gezeigt wird die neue Map Terminus, aber wie der dazugehörige Blogpost bestätigt, wird es auch eine zweite Map, Liberty Falls, zum Launch geben. Wir wollen uns aber nicht auf die Map, sondern auf das Gameplay fokussieren. Wie schon bei Ankündigung genannt, kehrt in Black Ops 6 der rundenbasierte Zombie-Modus zurück, mitsamt den klassischen Elementen wie das Erkaufen von neuen Bereichen, Waffen und Upgrades. Und nicht, was auch immer das hier war. Zum Erkaufen gibt es eine Währung namens Essence. Zusätzlich gibt es noch die zweite Währung Salvage, die ihr an Crafting-Stationen und für Waffenanpassungen benutzt. Diese Währungen sind bitter notwendig, um die immer schwerer werdenden Runden zu absolvieren, während ihr einer Main-Quest folgt und natürlich den üblichen Easter Eggs und Side-Quests hinterherjagt, die auf der größten Zombie-Map aller Zeiten verteilt sind. Das neue Omni-Movement-System ist auch im Zombie-Modus vorhanden und ich muss ehrlich sagen, das macht mir jetzt schon Angst, wie das sich im Multiplayer und der Warzone etablieren wird. Ihr wisst einfach jetzt schon, dass irgendwelche Movement-Sweats mit diesem System und SBMM das Spiel einfach unglaublich unangenehm machen werden. Ah, so, Zeit für ein paar gemütliche Runden COD. Naja, zurück zu den Zombies. Perks, Ammo-Mods, Field-Upgrades und die Gobblegum-Maschine sind Teil der Black Ops 6 Zombie-Erfahrung, aber auch Loadouts. Ihr könnt ja mal kommentieren, wie ihr das findet, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand Zombies besser, als man alle Waffen auf der Map ergattern musste, statt sich ein Loadout zurechtzulegen. Es gibt noch eine Menge mehr an Infos. Wenn ihr also ins Detail einsteigen wollt, dann verlinke ich euch den entsprechenden Blogpost unten in der Beschreibung. Wir gehen jetzt mal vom Überlebenskampf in COD zum Kampf für die Freiheit und Demokratie. Helldivers 2 hat ziemlich phänomenal gestartet. Aber nach dem letzten Escalation of Freedom Update gab es einige Beschwerden seitens der Community. Mit Escalation of Freedom gab es neben dem neuen Inhalt auch einige Änderungen am Balancing, was wohl nicht so gut angekommen ist. Das Ganze geht sogar so weit, dass neben dem üblichen Review-Bombing nun auch absichtlich verloren wird. Leute, die Demokratie geht unter. Absichtlich, weil die Community unzufrieden ist. Aber Arrowhead gelobt Besserung. Einen 60-Tages-Plan veröffentlicht das Studio. Mit diesem Plan soll der Kampf um die Demokratie wieder gerettet werden. Allerdings sollten sie vielleicht ein bisschen Gas geben, denn mit Space Marine 2 steht dem Spiel echte Konkurrenz bevor und wenn man den Previews glauben kann, dann sogar eine ziemlich starke Konkurrenz. Aber Helldivers ist nicht das einzige, was gerade voll auf die Nase fällt. In einer Zeit, wo Verfilmungen von Spielen tatsächlich immer besser werden, mal ausgenommen diese schreckliche Halo-Serie. No, God, please, no! 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 Dann war man nach The Last of Us und Fallout vielleicht optimistisch, was den Borderlands-Film angeht. Tja, Pech gehabt. Mit einem Rekord von sage und schreibe 0% auf Rotten Tomatoes hat der Film gestartet und ist inzwischen auf luftige Höhen von 9% gestiegen. Kritiker beschreiben den Film als vorhersehbar, langweilig und unlustig. Eine Kritik schreibt sogar, der Film sei genau das, was irgendein Executive, der keine Ahnung vom Leben hatte, denkt, die Kids von heute würden das cool finden. Der Charme, Humor und die fantastische Welt der Spiele sind also nicht eingefangen. Schade, Potenzial hätte ein Borderlands-Film ja gehabt. Wie immer führt dieser katastrophale Film aber wieder dazu, dass mehr Leute die Borderlands-Spiele spielen. Tut euch selbst den Gefallen, spielt Borderlands. Huh, Scheiß. Sieht man meinen Schweiß auf der Kamera? Boah, Scheiße, ey. Vielleicht wechseln wir mal zu was Positivem. Also hier zum Abschluss nochmal ein paar News aus der Gaming-Industrie im Schnelldurchlauf. Dass Witcher 4 in Entwicklung ist, ist kein Geheimnis. Unter dem Codenamen The Witcher Polaris soll eine neue Trilogie gestartet werden, aber ohne Geralt als Hauptcharakter.
Fuck. Aber eigentlich kein Grund zur Sorge. Der Synchronsprecher hinter Geralt hat durchscheinen lassen, dass wir ihn doch noch erleben werden. Einen neuen Protagonisten im Spiel kann man durchaus positiv entgegensehen. Die Story von Geralt hatte mit Whitehead einen guten Abschluss, da muss nicht auf Krampf was Neues her. Es könnte aber auch eine Protagonistin sein, denn die offensichtliche Kandidatin für die Hauptrolle ist sicherlich Ciri. Nächste Woche steht die Gamescom an und ja, ich werde vor Ort sein und euch natürlich wieder mit Videos versorgen. Aber diesmal bin ich auch auf der Opening Night live. Host der Show, Geoff Keighley, hat übrigens durchwinken lassen, dass auch auf der Show neue Spiele angekündigt werden. Hoffentlich erwartet uns eine geniale Hauptshow und natürlich eine geniale Messe. Drückt auf jeden Fall auf Abonnieren, falls ihr direkt nächste Woche abgeholt werden wollt, wenn wir unsere Videos veröffentlichen. Remedy bestätigt, dass die Kultklassiker Max Payne 1 und 2 jetzt in voller Produktion des Remakes sind. Damit kehrt hoffentlich schon in nicht allzu ferner Zukunft die ikonische Figur zurück. Auch Control 2 macht große Fortschritte und sollte bald sogar in die volle Produktion gehen. Zu guter Letzt macht noch Delta Force Hawk Ops gerade echt die Runden. Der laufende Alpha-Test wird von vielen gelobt und manche nennen das Spiel sogar das neue Battlefield. Die bisherigen Streams und Gameplay-Videos deuten auf ein spannendes Spiel hin, aber das muss sich natürlich noch auf dem breiten Markt etablieren. Wer es selbst testen möchte, kann entweder nach Zugang anfragen auf der offiziellen Webseite oder mit etwas Glück bei einem Stream, das wir Twitch-Drops ergattern. Das war unser News-Update für diese Woche. Unser regulärer Betrieb wird nächste Woche etwas anders ablaufen, da wir ja auf der Gamescom sind. Damit ihr nichts verpasst, drückt auf Abonnieren. Dann sehen wir uns auch wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.